nach langer Zeit mal wieder ein Video zu den Computergegnern auf Chess24. Ich möchte diese Serie jetzt langsam mal beenden, aber ich habe so den Verdacht oder ein bisschen Angst, dass die Serie sich jetzt erst langziehen könnte. Da ja jetzt die starken Gegner kommen, Don Hugo und ich glaube, die hier heißt Victoria. Die sind jetzt erst richtig gut. Die anderen habe ich ja alle in einem Video geschafft. Aber ich denke nicht, dass ich die beiden in einem, also in zwei Videos schaffen werde. Aber mal schauen. Gehen wir einfach mal in die Partie rein. So, da haben wir Weiß. Okay, und seine Bewertungszahl ist jetzt nicht so hoch, aber mal schauen. Meine auch nicht, weil ich auf dem Account nicht so viel spiele. Ich spiele auch mein privater Account ein bisschen mehr. Und der Gegner spielt Springer C6. Oder gehe ich manchmal Springer F3. Mal gucken, was er jetzt spielen wird. E6. Möchte natürlich D5 vorbereiten. Ich glaube, jetzt spiele ich mal D4. Okay, er bereitet D5 weiterhin vor. Ich glaube, jetzt springe ich C3. Wenn er D5 spielt, sollte ich eigentlich in einem ganz guten Franzosen sein, oder nicht? Ich meine, wenn ich jetzt E5 spiele, er muss den Springer hier wieder wegbewegen, um C5 zu spielen. Aber ich kann natürlich auch nicht C3 spielen, weil mein Springer auf C3 steht. Also bin ich mir da nicht so sicher. Und ich glaube tatsächlich, mache ich erstmal A3, um meinen Läufer nach D3 bewegen zu können, gegen Springer B4. So, jetzt den Läufer nach D3. Jetzt ist Springer B4 halt nicht mehr in der Stellung. Und er kommt jetzt schon mit F6. Kurz ein bisschen rechnen, ob ich jetzt kurz Rochade machen kann. Fe, Springer schlägt. Springer schlägt. Ob ich jetzt hier einen Schach geben könnte, theoretisch. Ne, geht er nach. Doch. Springer F7, aber dann kann ich nicht mit Läufer G6 verstärken, weil er den dann rausschlägt. Aber ich könnte zum Beispiel einfach D schlägt E wieder spielen. Und ich denke, ich werde trotzdem kurz hochieren. Und jetzt hier mit dem Springer rausschlagen, wenn er jetzt wieder schlägt, schlage ich auch wieder. Und jetzt drohe ich, glaube ich, ein bisschen Dame H5 Schach. Deshalb spielt der H5 selber. Okay. Ich glaube, Läufer G5. Sieht nicht so verkehrt aus. Fessel den Springer auf E7. Und ich glaube, jetzt kann ich auf E7 nehmen und dann Läufer G6 Schach spielen. Dann verliert er auf jeden Fall das Rochade-Recht und den Bauern auf H5, aber ob man den nehmen möchte, wahrscheinlich kann man ihn nehmen. Ich glaube, ich nehme ihn auch. Aber ich meine, es öffnet natürlich die H-Linie, was jetzt auch nicht ganz optimal ist, aber ein Bauer ist ein Bauer. Und jetzt ist die Frage, wie mache ich weiter? Aber ich denke, hier Linien öffnen, F4, F5, sollte nicht so schlecht sein. Okay, er kann das Schach geben. Da muss ich, denke ich, mal zur Seite. Ich weiß nicht, jetzt ist die H-Linie mir schon ein bisschen nervig. Den. Nicht wirklich, oder? Dame. Ich mach mal Dame G4. D4. Okay, D5. D4 ist es ja. Okay, jetzt habe ich aber ein schönes Feld auf E4. Springer E4 greift den Läufer auf C5 an. Und der sollte jetzt nach E7 zurückgehen. Weil sonst hätte ich hier einen Schach gegeben. Und das ist ja unangenehm für ihn geworden. Und jetzt glaube ich, soll ich den Turm benutzen? Ja, ich glaube, ich benutze mal den Turm, um den Bauern hier anzugreifen. Spielt G6 und den nehme ich weg. Okay, Dame zurück. Die war angegriffen. Hier ist ein gutes Feld, denke ich mal. Und jetzt kann ich hier auf D4 rausnehmen. Und die Stellung sieht doch äußerst gut aus für mich. Okay, der war mir eigentlich ein bisschen schon klar. Dame nach D3 verstärkt nochmal hier den Punkt. Greift nochmal mehr den Punkt auf C7 an. Auf D7, Entschuldigung. So, Läufer F7. Jetzt kann ich gleich auf E6 rausnehmen. Da dieser Läufer ja gefesselt ist durch meinen Turm.
die Frage. Ja, ich glaube, ich nehme einfach raus. Spielen wir mal ein bisschen einfach. Zack. Ich glaube, jetzt spiele ich aber den Turm nochmal nach D1. Muss er hier nehmen. Nehme ich wieder. Und ja. Der gibt da auf, okay. Ja. Hatte. Keine Ahnung, die Öffnung war komisch. Und ich glaube mal, also ich bin ja schon recht lange auf Chess 24, dass der früher mal stärker war, der Computer. Aber ich glaube, als der stärker war, hier der Don Hugo, da gab es auch die Victoria noch nicht. Bei Victoria wird er noch ein Brocken härter. F6, ja, F6 kann man wahrscheinlich nicht spielen, ja. Na, ich weiß nicht, sieht halt ein bisschen nach Französisch aus. Aber der Springer auf C6 steht dem Bauern auf, der gerne nach C5 würde, im Weg. Und der Springer auf C3 steht im Weg für den Bauern auf C2, der gerne nach C3 würde. A3, H6, A3, ich weiß nicht, ob es... Ist bestimmt nicht der beste Zug, aber H6 auf jeden Fall auch nicht. Und F6 schwächt hier einfach diese Diagonale. Dass ich hier einfach regieren kann. Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich es schon besser ausnutzen können. Eventuell vielleicht sowas. Ah, ich kann hier nicht ziehen. Vielleicht Springer H4 wäre gut gewesen. Ja, Springer H4 wäre auch in Ordnung gewesen. Mit der Idee dann Dame H5 zu spielen. Na gut. Bis zum nächsten Video. Macht's gut.